Yo, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns an, wie du eine Marketingstrategie aufbauen kannst. Das ist der 5-Punkte-Plan, welchen du selbst nachmachen kannst. Also bleib gespannt, es wird richtig gut heute. Let's go! Ja, liebe Freunde, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Patrick Breitenstein. Ich bin Online-Unternehmer und Online-Marketer. Und ich mache es ganz kurz. Wenn du besser im Marketing werden willst, dann kannst du mit mir zusammen einen Strategie-Call buchen oder mit jemand aus meinem Team. Und dann schauen wir einfach, ob wir dein Marketing auf ein nächstes Level bringen können. Den kannst du unten buchen. Das war es aber auch schon vom Intro. Wir legen jetzt direkt mit dem Content los. Ja, liebe Freunde, Marketingstrategie, was ist das? Was soll das? Ja. Erstmal, was ist überhaupt der Hintergrund von einer Marketingstrategie und was ist überhaupt Marketing? Also, Marketing ist ganz einfach die Vermarktung von einem Produkt oder Service, in meinem Fall jetzt über das Internet, also Online-Marketing. Du kannst das aber auch genauso gut offline machen, das wäre dann so herkömmliches Marketing. Viele verstehen darunter nur Werbung, aber es ist viel mehr als Werbung. Es ist am Ende des Tages tatsächlich auch deine komplette Positionierung, also welches Angebot bringst du an den Kunden, wie tust du zum Beispiel auch dein Produkt gestalten. Das sind alles Sachen, die zum Thema Positionierung gehören. Dann kommt der zweite Schritt, eben die konkrete Vermarktung über Werbemaßnahmen, zum Beispiel Werbung oder im Internet können das auch Social Media Posts sein. Und als drittes geht es beim Marketing dann auch um die Konvertierung, damit du das eben zu einem tatsächlichen Kunden oder zu einer Partnerschaft verwandelst. So, das sind die drei Sachen im Marketing, welche du im Prinzip beherrschen musst. Positionierung, Vermarktung und Konvertierung. Und wir schauen uns jetzt an, wie du das Ganze strategisch auf einem stabilen Fundament aufbauen kannst. Weil ich kann es auch nicht oft genug sagen, liebe Freunde, Fundament ist A und O im Business. Das habe ich bei mir selber immer wieder gemerkt, dass wenn ich das Fundament gemeistert habe, habe ich in einer Disziplin richtig, richtig gute Ergebnisse bekommen. Wenn ich irgendwelche Kleinigkeiten versucht habe zu machen und mich nicht auf das Fundament fokussiert habe, dann lief es nicht so gut. Deswegen schauen wir uns heute das Fundament der Marketingstrategie an. Punkt Nummer 1, und das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, start with why. Also warum machst du überhaupt Marketing? Was ist das Ganze, der ganze Sinn und Zweck dieser ganzen Unternehmung? Das ist eine Frage, da kannst du dich auch mal tiefer in das Thema Vision und Mission Statement hineinversetzen und da mal ein bisschen reinlesen. Super, super spannend und unfassbar wichtig, denn wer ein starkes Warum hat, für den wird das Wie, also wie du das am Ende des Tages machst, wirklich einfach. Also, ich gebe euch ganz einfach eine Mission von mir mit, damit ihr so eine Idee bekommt, was so ein Missionsstatement ist. Meine Mission ist ganz einfach. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich beim Marketing helfen. Punkt. Das ist ein sehr starkes Warum für mich, weil Marketing für mich so unfassbar wichtig war in meinem Business und ich so viele Erfolge danach hatte, als ich das verstanden habe, dass ich gesehen habe, wie wichtig das da draußen ist und dass viele Leute damit Probleme haben. Deswegen habe ich dann wirklich Feuer für entwickelt und mein Warum ist unfassbar stark und das ist auch wichtig für eine Marketingstrategie, dass du genau weißt, warum du das machst. Hier habe ich dir noch ein passendes Buch mitgebracht, Start With Why. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, kann es aber empfehlen, weil ich es tatsächlich auch schon öfter mal gehört habe und die Bewertungen unfassbar gut sind. Es steht auf meiner Leseliste. Ich habe es dir auf jeden Fall mal hier mitgebracht und ja, schau es dir an. Also, wir starten mit dem Warum und der zweite Punkt ist, bei was kannst du eigentlich helfen? Das ist eine super wichtige Frage, ja. Also wenn du das nicht geklärt hast, dann kannst du deine ganze Marketingstrategie vergessen. Du musst ungefähr zumindest am Anfang schon mal wissen, was ist dein Angebot, was kannst du bringen? Also ist das ein Service, ist das ein Produkt, ist das ein digitales Produkt, sei es du bist gut im Schreiben, dann kannst du dir überlegen, ob du E-Books machen sollst oder vielleicht bist du auch einfach gut im Lehren, also im Teachen sozusagen, dann kannst du vielleicht Online-Lehrer werden oder Coach oder sowas in die Richtung. Also was ist dein konkretes Angebot, was sind deine Stärken, was willst du überhaupt ganz konkret vermarkten? Dazu habe ich dir nochmal das Buch 100 Million Offers hier mitgebracht, das ist eins der besten Bücher zum Thema Angebotsgestaltung. Ja. Schau's dir an. Und dabei ist es auch ganz wichtig, dass du wirklich verstehst, wobei du eigentlich hilfst. Also das ist eine komplizierte Frage, weil viele Leute denken zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel jetzt im Social Media Marketing tätig und dann denken die, ja, dann helfe ich den Leuten halt auf Social Media. Nein, bei was hilfst du eigentlich? Also was ist der wirkliche Kern von deinem Ergebnis, was du jemandem lieferst? Bei Social Media Marketing ist das zum Beispiel Markenbekanntheit, Brand Awareness sozusagen auf Englisch und damit hast du mehr Reichweite und dadurch wieder mehr Kunden. Also eigentlich hilfst du bei der Kundengenerierung und der Kundenbindung. Oder mal ein ganz anderes Beispiel, zum Beispiel hier in Offline, sagen wir, du würdest jetzt mal einen Tisch oder sowas verkaufen wollen. Was verkaufst du eigentlich? Du verkaufst einen Ort zum Essen. Das ist so der erste Layer, also das erste Level von dem, was du verkaufst.
Das zweite Level ist aber viel wichtiger, weil viele Leute haben schon irgendwo einen Ort zu essen. Du verkaufst Ästhetik, eine schöne Umgebung zum Leben, ein Wohlheitsgefühl in der Heimat. Oder du verkaufst sogar ein Statussymbol. Wenn jemand öfters Freunde einlädt und dann ein toller Marmortisch zum Beispiel dasteht, richtig groß mit richtig vielen Stühlen und so, dann ist das schon eine Art Statuserhöhung für diese Position in seinem Freundeskreis beispielsweise. Also was verkaufst du im Kern? Was ist das wirkliche Angebot und das wirkliche Ergebnis, was du jemandem lieferst? Ein unfassbar wichtiger Bestandteil deiner Marketingstrategie. Schritt Nummer 3. Kläre, wem du hilfst. Die Phase, in der du eine Zielgruppe definierst, ist so unglaublich wichtig, dass ich das auf jeden Fall hier aufnehmen muss in den Marketingplan. Du kannst das vor deinem Angebot machen. Wenn du nicht genau weißt, wie du den Leuten helfen kannst, kannst du dir auch überlegen, wem willst du eigentlich helfen? Möchtest du zum Beispiel Angestellten helfen, über 40, oder möchtest du jungen Selbstständigen helfen? Oder möchtest du vielleicht einfach nur Menschen mit einem gewissen Problem helfen? Das sind alles Fragen, welche in deine Zielgruppenanalyse reingehören, damit du wirklich Klarheit bekommst, wem du hilfst. Der Punkt Nummer 4, und da ist der Punkt, wo die meisten Leute anfangen. Dabei ist das viel zu spät. Du musst die ganzen Punkte davor erstmal grob zumindest geklärt haben, bevor du an den jetzigen Punkt herangehst. Und zwar, wie willst du diese Zielgruppe mit deinem konkreten Angebot erreichen? Das ist dann der sogenannte Marketingkanal, und das sind genau die Sachen, wo du auch schon kennst. Social Media, YouTube, Google, nenn's wie du es willst. Du hast unfassbar viele Kanäle, um deine Zielgruppe zu erreichen, und du musst dir jetzt am Anfang, vor allem als kleines Unternehmen, als Startup oder als Einzelunternehmer, einen Kanal heraussuchen und diesen dominieren. Das hat verschiedene Vorteile, aber der Hauptvorteil ist, dass du in dem Kanal dann richtig, richtig gut wirst und dann auch eine Sichtbarkeit dort generieren kannst. Wenn du viele Kanäle auf einmal machst, dann wirst du überall ein ganz kleines bisschen Sichtbarkeit haben und nirgends richtig den Durchbruch haben. Dazu habe ich letztens einen richtig, richtig coolen Post auf LinkedIn gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Der heißt, deshalb performt dein Content nicht. Sucht euch wirklich einen Kanal raus, auf dem eure Zielgruppe hauptsächlich ist. Wenn du zum Beispiel hauptsächlich jüngere Leute targetieren möchtest, dann wäre es zum Beispiel TikTok oder Instagram. Da musst du auch nochmal die Unterscheidung machen. Macht da eine Analyse und schaut, wo eure Zielgruppe am Start ist. Wenn du dich nämlich auf einen Kanal fokussierst, dann kannst du den Compound-Effekt oder den sogenannten Zinseszins-Effekt in dein Business einbauen. Und der sieht ja folgendermaßen aus, dass wenn du 1% dich jeden Tag verbesserst, dann bist du am Ende des Jahres 36 Mal besser, wie du am Anfang des Jahres warst. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du das auf eine Plattform machst, dann bist du am Ende richtig, richtig gut in der Plattform, und nach einem Jahr in der Plattform bist du vielleicht sogar einer der Besten in dieser Plattform, je nachdem wie groß deine Nische ist. Und deshalb ist es so unfassbar powerful, wenn du dich tatsächlich nur auf eine Plattform fokussierst. Ich möchte das wirklich betonen, dass, weil viele Anfänger den Fehler machen, dass sie unfassbar viel auf einmal versuchen und das einer der größten Fehler ist, den ich da draußen im Marketing sehe. So, jetzt weißt du, warum du überhaupt Marketing betreibst. Du weißt ganz genau, was du mit deinem Marketing erreichen willst, also welches Angebot du auch an die Leute bringen willst und vor allem auch an welche Leute. Das sind unfassbar wichtige Schritte, und du weißt Nummer 4 auch, wo diese Leute sind und wo du sie targetieren möchtest. Jetzt kommt Schritt Nummer 5, und das ist auch die Frage, wo die meisten Leute sich damit beschäftigen. Wie erreiche ich diese Leute dann genau auf diesen Plattformen? Also welche Art von Inhalten muss ich erstellen, dass die Leute sozusagen angezogen werden zu mir und auch mit mir zusammenarbeiten wollen? Das ist natürlich unfassbar wichtig. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Aber Leute, ohne die Sachen davor ist das wirklich, wirklich, wirklich nicht so powerful, wie ihr das denkt. Das alles muss geklärt sein, weil nur dann könnt ihr wirklich gezielte Inhalte erstellen, welche genau die Zielgruppe anspricht und die Zielgruppe dann auch anzieht. Und diesen Magneteffekt kriegst du, wie gesagt, nur mit den ersten 4 Schritten. Dann, wenn du wirklich an der Content-Erstellung bist, schau dir einfach erfolgreiche Leute auf dieser Plattform an. Sei es Google, YouTube, LinkedIn, Instagram oder Facebook. Es gibt überall Leute, welche den Algorithmus dort verstanden haben und welche wirklich die Plattform dominieren. Es lohnt sich da wirklich tiefgehende Analysen zu machen. Das mache ich auch immer, wenn ich auf eine neue Plattform gehe, damit ich eine Ahnung bekomme, wie ich dort erfolgreich werde. Und da musst du natürlich auch noch die Frage stellen, was für Inhalte du dann dort kreierst. Es gibt hier ein ganz cooles Konzept, welches ich dir mitgebracht habe. Das sind die 4 A's, also Attraktion, Leute anziehen,
dann Autorität beweisen, Authority, dann Punkt Nummer 3, Affinität, also dass Leute sozusagen dich mögen oder Likeability sozusagen auf Englisch und als letztes Aktion. Finde ich ein richtig, richtig cooles Konzept. Ich persönlich habe ein ähnliches Konzept, welches im Prinzip folgendermaßen aussieht. Wir haben hier weit, also W-E-I-T. W steht für Weiterbilden. Das ist der erste Part, den ich gerne mit meinem Content mache, damit ich meine Zielgruppe weiterbilde. Das zweite ist, ich möchte meine Expertise beweisen. Das ist das E in weit. Und als drittes möchte ich Interaktionen hervorrufen. Also ich möchte mit meiner Zielgruppe in Interaktionen kommen. Dann kann ich nämlich nur schauen, ob eine Partnerschaft sinnvoll ist oder nicht. Davor kann ich das nicht wissen. Und als letztes möchte ich Vertrauen aufbauen. Ähnliches Konzept, das ist mein eigenes Konzept. Das 4A-Konzept ist aber auch toll. Vor allem das Thema Aktion finde ich auch noch super, dass du hin und wieder Inhalte kreierst, welche rein auf einen Call to Action hinweisen. Beide Konzepte sind toll. Du kannst das auch gerne noch mit deinen eigenen Ideen ergänzen. Aber grundsätzlich mal ist der Inhalt dafür da, dass du im Internet mit den richtigen Leuten Vertrauen aufbaust. Also mit deiner Zielgruppe. Du machst Content, welcher mit denen resoniert. Du baust mit denen Vertrauen auf und kommst mit denen in Interaktion. Und dadurch kannst du dann potenzielle Kunden erreichen. Ja, liebe Freunde, das waren die 5 Schritte. Aber warte, es gibt noch einen Bonusschritt. Und zwar, das ist der Schritt nach der Content-Erstellung. Du musst dir auch Gedanken machen, was kommt danach. Bonusschritt Nummer 6 ist also dein sogenannter Funnel. Ja, ich mag das Wort nicht, weil das Wort auch sehr eindimensional ist und in ganz vielen negativen Kontexten benutzt wird. Aber grundsätzlich mal ist die Idee davon nicht schlecht. Du hast ein großes, sage ich jetzt mal, einen großen Teich von Leuten und da möchtest du nur die richtigen Fische anziehen, die sozusagen auch Interesse an deinem Angebot haben können. Das ist sozusagen der zweite Schritt im Funnel. Wenn du diese Leute angezogen hast, da möchtest du mit diesen Leuten auch interagieren. Ich zeige dir mal ganz kurz meinen LinkedIn-Funnel dazu. Der ist im Prinzip super ähnlich. Ich tue meine Zielgruppe im Prinzip, mit der tue ich mich connecten. Danach tue ich die aufwärmen über meinen Content. Das heißt, ich ziehe wieder nur die Fische an, mit denen ich im Prinzip in Kontakt treten will. Dann tue ich mit diesen interagieren und danach geht es zum Anruf. Also nochmal ein Level tiefer im Funnel. Denn nicht jeder, mit dem ich interagiere, habe ich dann auch ein Gespräch später. So, das ist sozusagen dein Content-Funnel. Was passiert, nachdem du den Inhalt erstellt hast? Unfassbar wichtig, dass du dir da mal Gedanken machst, was ist denn der konkrete Schritt danach? Und nimm die Leute da auch ruhig an die Hand und sag denen, was der konkrete Schritt wäre. Weil viele Leute, nachdem sie Content gelesen haben, warten eigentlich im Prinzip von dir, dass sie jetzt hören, was der nächste Schritt wäre. Und wenn du denen den nächsten Schritt nicht gibst, dann sind die Leute so ein bisschen, ja, okay, dann gehe ich halt weiter und lese bei jemand anders den Content. Also tu denen irgendwo eine Möglichkeit geben, damit du mehr Mehrwert im Prinzip in diese Partnerschaft hereinbringen kannst. Das war Schritt Nummer 6, also Bonusschritt von dem 5-Punkte-Marketingplan oder der Marketingstrategie. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich habe hier nämlich jetzt noch ein richtig cooles Buch dabei. Ich weiß, ich habe heute schon 2 Bücher, glaube ich, mitgebracht. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen viel, 3 Bücher auf einmal. Ich weiß, aber trotzdem möchte ich dir die Empfehlung mitgeben und schreib das auch auf deine Leseliste. Hier, das ist der Ein-Page oder One-Page-Marketing-Plan. Habe ich selbst auch noch nicht gelesen, aber es steht wirklich auf meiner Leseliste. Ich habe auch wirklich wieder mal richtig gute Sachen davon gehört. Pack es auch auf deine Leseliste, wenn du wirklich ganz kompakt im Prinzip wissen willst, wie Marketing funktioniert. Das war's, liebe Freunde. Ja, ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Dann können wir hier zusammen Marketing lernen und erfolgreicher bei dir im Online-Business werden. Den Abo-Button findest du unten, das ist ganz klar. Sonst kannst du gerne weiterhin auf dieser Playlist schauen. Das hier ist die Online-Marketing-Playlist. Ich habe hier auf dem Kanal viel zum Thema SEO schon veröffentlicht. Jetzt geht es in Richtung Online-Marketing, damit du auch die Vogelperspektive lernst und wirklich verstehst, wie du erfolgreich im Internet wirst. Das, meine lieben Freunde, war's vom heutigen Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Ihr wisst Bescheid. Jetzt gibt's den Abspann mit einer richtig coolen Musik. Und ja, das war's. Peace out.